sechs Viertel von Grimmen, der Wahnsinn auf die Räder, nimmt erneut seinen Lauf und erneut sind die Rennradeln vorne. Mit dabei. Oh, da geht was für die Kajos. Die Red Diamonds werden rausgeschoben. Aber auch die Kajos gehen dabei raus. Das darf man wohl nicht wahr sein. Top. Und Robakowski auf 1. Die 763 auf der 2. Aus der Waage binnen 763 technische Probleme und damit die Lenkrad vorne. Racing Team Eckart auf der 2. Die Black Fighters auf der 2. Und der 4. und Gruppenplatz geht noch einmal an den Kleidung aus Grimmen. Können Sie sich da noch einmal wieder rankämpfen an die Black Fighters? Das ist die große Frage. Die Rennratten führen. Souverän das Feld an, die Rennratten souverän auf Platz 1 unterwegs. Sind die Mega, immer auf Platz 2. Entscheidung. Es wird noch einmal spannend, die Kajos sind dran und gehen in vorbei. Die Rennratte gewinnen. Racing Team Eckart auf der 2. Kajo Racing Team gewinnen auf der 3. Auf der 4 die Black Fighters. Und der 5. Platz geht noch einmal an die Kajos mit der Startnummer 401. Daniel Hahn, der letzte Finalteilnehmer. Was für ein Auftritt im Grimmener Hexenkessel hier. Ging es noch einmal richtig zur Sache. Und die Rennratten gewinnen beide Halbfinalläufe mit Top